Kittet, wie geht es euch? Wie waren eure letzten 3 Wochen? Krass, wie schnell die Zeit schon wieder vergangen ist. Ich werde euch gleich mal erzählen, wie es uns hier in der letzten Woche, beziehungsweise jetzt in den letzten 2 Wochen hier im neuen Zuhause ergangen ist, was wir alles gemacht haben, wie es Nikolas geht und werde auch eure Fragen beantworten, die ihr gestern noch auf Instagram gestellt habt. Ich habe auch schon lange kein TGIF mehr an einem Freitag gemacht, wo es am Freitag auch direkt online geht. Also das ist jetzt schon richtig... fast schon Realtime-Live-Dings und so. Wir sind also nach Baden-Württemberg gezogen und an der Stelle auch noch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer aus Christians Unternehmen, die jetzt hier neu dazugekommen sind auf dem Kanal, weil sie einfach mal gucken wollen, so macht die dann da bei YouTube, ne? Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer aus dem Schworbeländle, der hier auch seinen Teil dazu beiträgt und Teil einer wirklich tollen Community ist. Das habe ich jetzt die letzten Wochen auch wieder gemerkt, als ich eure Kommentare durchgelesen habe. Ich lag da also gestern in meiner Badewanne, nachdem gestern der Tag echt nicht so mega war. Also gestern war wirklich nicht mein Tag. Gestern war der Tag, wo ich echt gedacht habe, so, Alter, das mache ich nie wieder, alleine umziehen. Momentan ist Christian ja noch in Essen. Der kommt nächstes Wochenende dann quasi für immer hierher. Aber die ersten 3 Wochen war ich jetzt hier sozusagen Strohwitwe. Und obwohl meine Eltern geholfen haben und der Jules jetzt auch die Woche da war, es ist schon krass, wie viel da irgendwie dann doch an einem so hängen bleibt. Fangen wir jetzt mal von vorne an. Zu euren ganzen Fragen. Das hier wird wahrscheinlich wieder ein sehr chaotisches TGIF, aber so ist es immer mit den ersten TGIFs, auch hier mit dem Hintergrund. Das ist alles, das bleibt nicht so. Es ist einfach noch, weil ich es gerade nicht anders irgendwie hinkriege und das Arbeitszimmer noch aussieht, als ob wir umziehen oder gerade umgezogen sind. Ganz viele von euch wollten wissen, wie der Umzug für Nikolas war. Ich mache sowieso nochmal so ein extra Umzugsvideo, so mit meinen ganzen Tipps. Wir sind ja auch mit einem Umzugsunternehmen umgezogen, was eine großartige Sache ist. Man darf sich allerdings auch keine Illusion machen, das, was danach passiert, also wenn die Umzugskartons alle ausgepackt sind, das ist mindestens genauso viel Arbeit wie der ganze Umzug an sich. Vielleicht sogar noch mehr Arbeit, was ich jetzt gerade merke. Grundsätzlich kann ich aber sagen, Nikolas hat das super mitgemacht. Liegt wahrscheinlich auch mit an Jen, die ich natürlich so eingeteilt habe, dass sie sich die 3 Tage komplett auch um Nikolas kümmern konnte. Und er dadurch, glaube ich, auch nicht so das Gefühl hatte, so, oh, mich beachtet keiner oder Hilfe, hier ist alles neu und ich weiß nicht so richtig, an wen ich mich halten kann oder Mama ist gestresst, das stresst mich irgendwie auch. Also dadurch, dass sich Jen natürlich komplett um ihn kümmern konnte, war er, glaube ich, auch sehr entspannt. Ich glaube, so die ersten Tage hat er sich auch gefragt, so, okay, gut, und wann geht's wieder nach Hause? Irgendwann hat er dann aber auch gemerkt, so, alle Spielsachen sind ja hier, unsere Möbel sind alle hier, wir sind alle hier, der Captain kam jetzt noch, eine Woche später noch dazu. Und ich glaube, das hat ihm geholfen, so dieses Gefühl von, okay, das scheint hier irgendwie unser neues Zuhause zu sein, das dann einfach nochmal zu verstärken. Aber ich merke natürlich, wie bei uns allen auch, die Seele reist hinterher. Also man ist irgendwie da am neuen Ort, aber man ist irgendwie noch nicht so richtig da. Was mir auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich ja auf Instagram schon angesprochen habe und da ja auch so viele Fragen... Habt ihr gewusst, dass man nicht räuspern darf, wenn man Frosch im Hals hat? Lernt man im Stimmtraining, man muss den Frosch eigentlich wegschlucken oder Wasser trinken. Natürlich auch nicht hier so einen Kaffee wie ich. Aber nicht wegräuspern. Räuspern macht die Sache nur schlimmer. Ganz viele von euch wollen ja wissen, wo wir hingezogen sind, in welche Stadt. Ganz viele von euch sagen auch, es ist nicht relevant, in welcher Stadt ihr seid. Wenn ihr sagt, in welchem Bundesland, dann reicht das ja schon auch. Ganz viele fragen auch, ob wir das geheim halten wollen. Und ich habe es auf Instagram schon gesagt, man kann sowas nicht geheim halten. In der heutigen Zeit, wo jeder auch so einen Fußabdruck nicht nur auf der Welt hinterlässt, sondern auch im Internet, ist es super schwierig, solche Dinge geheim zu halten, zumal ja auch in der heutigen Zeit mit Social Media. Ich mache ja ganz viel auf YouTube und Instagram mit Insta-Story etc. Ich habe letztens hier aus der Stadt ja auch eine Insta-Story gemacht und hat eine schon geschrieben, wohnst du etwa in Piep? So, ich dachte, krass. Man hat vielleicht ein Hausdach gesehen, aber die Leute, die hier in der Stadt wohnen, die werden das alles kennen. Und das ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich möchte das nicht geheim halten, wir machen da kein riesen Geheimnis draus, aber wir möchten es eben nicht rausposaunen und das ist halt ein großer Unterschied. So, wenn ich mich hier einmal hinsetze und sage, wir wohnen in Stadt XY, dann lese ich es vielleicht wieder auf Wikipedia, dann kann es jeder nachlesen und dann, das möchte ich einfach nicht. Zumal auch nach der ganzen Geschichte, was Jen passiert ist, ist mir auch wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, wirklich verantwortungsvoll mit der ganzen Öffentlichkeitssache auch umzugehen. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht euch allen so. Also ihr alle habt wahrscheinlich Facebook- und Instagram-Accounts und wir alle posten irgendwie Fotos im Internet. Und umso wichtiger ist es dann natürlich auch, dass wir alle unsere Privatsphäre schützen. Und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele von euch, die die Cafés erkennen, wo wir sein werden oder Restaurants oder Gegenden. Und an der Stelle würde ich euch einfach nur bitten, dass, wenn ihr es halt wisst, es trotzdem nicht in die Kommentare oder so schreibt. Einfach, um
mir dabei zu helfen, das Thema jetzt eben nicht so breit zu treten. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die da jetzt eben so brennend auf die Stadt gewartet haben, dass die das auch verstehen. Und wir werden oft in Stuttgart sein, wir werden oft in Heidelberg sein, Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart, Heidelberg, das wird so unsere Hood sein, sage ich jetzt mal. In den Städten wird man uns oft antreffen. Und ja, wenn ihr uns seht, quatscht uns an. Also mich haben schon ganz viele liebe Zuschauerinnen jetzt hier auch angequatscht, auch bei Ikea, und ich freue mich immer sehr, wenn ihr Hallo sagt. Überhaupt finde ich es hier super schön, wo wir gelandet sind. Die Leute hier, die sind so unfassbar freundlich. Ich habe mir auch letztens gedacht, so wie krass eigentlich. Ich bin im Jahr 2000, habe ich Abi gemacht und bin aus Tettnang weggezogen. Und seitdem habe ich ja nicht mehr in Baden-Württemberg gewohnt und gelebt, sondern überall in Deutschland, aber eben nicht hier. Und ich finde es so krass, jetzt nach 18 Jahren schließt sich so der Kreis wieder, bin ich wieder zurück in Baden-Württemberg. Es fühlt sich unheimlich schön an. Ich mag das auch so gerne, wenn ich so diesen schwäbischen Dialekt eben höre. Es fühlt sich für mich wie Heimat an. Egal, wo ich anrufe, ich muss ja auch gerade schauen, dass ich alle Ärzte wieder kontaktiere, dass wir uns hier so unser kleines Netzwerk aufbauen. Auch in der Kita. Nikolas hat einen Kita-Platz ab März. Freue ich mich auch riesig darüber. Also egal, mit wem wir sprechen, wo wir anrufen, egal, mit wem wir in Kontakt sind, die Leute hier sind so unfassbar freundlich. Das habe ich bisher in keiner Stadt so erlebt. Also, und ich habe jetzt echt schon in vielen Städten gewohnt. Das ist einfach nur krass. Die Schwaben halt. Wisst ihr, wir Schwaben, wir sind halt freundlich, wir gehen auf die Leute zu, wir sind hilfsbereit. Das ist einfach, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß hier. Nicola hat auf Instagram auch gefragt, wie ich es schaffe, in solchen Situationen so flexibel zu bleiben und eben so oft umzuziehen und damit dann doch einigermaßen gut umgehen zu können. Und ich glaube, dass das grundsätzlich etwas ist, was mir einfach liegt. Also ich glaube, das hat auch was so mit den persönlichen Vorlieben zu tun, ob man dann eben Wohnort wechseln mag, ob man das mag, sich auf neue Leute zu treffen, neue Gegenden, neue Dinge auszukundschaften. Und ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch und ich glaube, das liegt einfach in meiner Natur, dass ich sowas gerne mache. Nichtsdestotrotz, ich merke, ich komme so langsam echt, also ich gehe jetzt auf die 40 zu, Leute, ich werde 38 dieses Jahr. So langsam habe ich schon auch Bock, mal länger irgendwo zu bleiben. Man merkt natürlich auch mit Kind und Hund und Au-pair, man hat natürlich für viel mehr Menschen und Tiere so Verantwortung und möchte natürlich auch, dass es allen gut geht. Und das kostet natürlich noch mehr Energie und da muss man noch mehr Arbeit und Aufmerksamkeit eben reinstecken. Und ja, da merke ich dann auch irgendwann so, okay, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich dabei nicht auf der Strecke bleibe. Mein Bruder zum Beispiel, der könnte sich nie vorstellen, so oft umzuziehen. Der sagt doch immer, das ist total verrückt, was ihr macht. Ich hatte da keinen Bock drauf. Und der ist am Bodensee und ist total happy dort und kann ich auch super nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man einfach Wurzeln geschlagen hat, die Freunde hat und eben alles kennt. Und wir sind eben diejenigen, die sich das immer wieder neu aufbauen. Dadurch natürlich auch neue Möglichkeiten, neue Chancen haben. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Eine Zuschauerin hat auch gefragt, wie das jetzt ist, so nicht mehr in der Innenstadt zu wohnen, sondern eher außerhalb, was da so die Vor- und Nachteile sind. Also wir wohnen jetzt noch nicht so lange hier, sind zwei Wochen. Momentan nervt mich natürlich schon, dass ich das Gefühl habe, für größere Einkäufe oder wirklich mal um einkaufen zu gehen oder zum Arzt zu kommen, muss man immer das Auto anschmeißen oder halt mit dem Fahrrad fahren, wenn das Wetter dann wieder besser ist. Das ist etwas, was ich nicht so gut finde. Also ich bin jemand, der eben eigentlich sehr gerne zu Fuß irgendwo hingeht oder mit dem Fahrrad irgendwo hingeht. Das ist jetzt halt hier anders. Also ich bin mal gespannt, wie sich das für uns die nächsten Monate entwickeln wird. Aber klar, auch in so einem Haus, ich habe immer gesagt, ich will nicht in einem Haus wohnen. Also es hat wirklich Vor- und Nachteile. So, das Haus ist jetzt noch größer als unsere Wohnung und einer hat auch gefragt, wie das jetzt mit Haushälterin ist. Wir haben in Essen auch ganz, ganz, ganz dringend eine Haushälterin gesucht und niemanden gefunden. Ich hoffe, dass es jetzt hier besser laufen wird. Aber ja, um Zeit für euch zu haben, für die Videos zu haben, um Zeit für Nikolas zu haben und um auch Zeit für mich zu haben, sind wir da natürlich auch schon sehr interessiert, einfach Leute zu haben, die uns unterstützen und uns eben in so Haushaltsgeschichten dann noch helfen. Eine Zuschauerin hat auch gefragt, wie wir das jetzt machen mit Anschluss in der Stadt finden, neue Leute kennenlernen. Das war bisher in jeder Stadt irgendwie gleich. Also entweder ergibt sich das über den Beruf, dass man Leute kennenlernt, oder man hat sowas wie Lieblingsrestaurants oder Lieblingscafés. Das war ja in Essen jetzt zum Beispiel auch. Wir waren so oft im Gin und Jagger, dass man schon das Gefühl hatte, die Leute, die da arbeiten, sind schon Freunde oder zumindest sehr gute Bekannte. Man kann da jederzeit hingehen und quatschen. Also glaube ich, dass es jetzt hier in der Stadt genauso sein wird.
Und natürlich dann auch über Nikolas. Also man lernt andere Mamas kennen. Auch ich denke jetzt auch über die Kita wird es natürlich so sein, dass wir da andere Leute kennenlernen werden. Ich wollte auch gucken, ich würde Nikolas so gern so zum Kinderturnen oder irgendwas schicken. Aber da muss ich mir jetzt hier eben noch schlau machen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich sind wir da sehr offen und freuen uns immer, neue Leute kennenzulernen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass es nächste Woche alles wieder so seinen normalen Gang langsam geht. Also Christian ist jetzt am Wochenende. Oh, Christian kommt ja heute nach Hause. Ah. Heute Abend wollen wir essen gehen. Ich freue mich sehr. Christian und ich sind jetzt fast 10 Jahre zusammen. 9 Jahre. Von 9 Jahren habe ich Christian kennengelernt. Es fühlt sich nicht so an, als ob wir schon so eine Ewigkeit zusammen sind. Dafür bin ich auch sehr dankbar. So, oh Gott, Leute, 25 Minuten? Nein. Das muss ich schneiden, das könnt ihr so nicht angucken. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Leute, diese Wettergeschichte, ich habe es noch auf dem Schirm, ja? Also es dauert wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen, bis ich das alles irgendwie in meinem Kopf aussortiert habe, bis ich weiß, wie wir das am besten organisieren. Wenn ihr eine gute Idee zu der Wettersache habt, ne, dass einer von euch immer das Wetter einmal in die Kamera sagen kann und ich das dann hier mit reinschneide. Wenn ihr eine gute Idee zum Ablauf, zu diesem ganzen technischen Firlefanz, wie wir das umsetzen können, wenn ihr dazu eine gute Idee habt, wie oft habe ich jetzt gute Idee gesagt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich bin da dankbar, ansonsten werde ich mir jetzt auch nochmal in Ruhe Gedanken darüber machen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Einer von euch wird das Wetter immer verkünden in TGIF. Kann nur sein, dass es noch vielleicht 2-3 Wochen dauert. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Deine Liebe, tschüss aus dem Schwabenländle.